Ich habe die Tage an die CSU gedacht. Ich weiß, das ist ein komischer Einstieg für so einen Impuls, besonders so kurz vor der Bundestagswahl. Aber ich will Ihre Wahlentscheidung eigentlich gar nicht beeinflussen. Vielmehr soll das ein Denkanstoß sein. Und eine Aufforderung, am Sonntag wählen zu gehen, ob Sie mir nun zustimmen oder nicht. Auslöser des Ganzen war ein Tweet von Markus Söder. Der hatte geschrieben, das ist wie Tofu, Wurst oder Veggie-Burger. Theoretisch möglich, aber sinn- und geschmacklos. Mal abgesehen davon, dass ich dem Ganzen grundlegend widersprechen möchte, hat mich aber besonders diese Angst oder Ablehnung vor etwas Neuem, in diesem Fall veganen Alternativprodukten, fasziniert. Die Abwesenheit von Tierleid in Lebensmitteln abzulehnen, sind das diese christlichen Werte der CSU? Vor einigen Jahren haben wir mal einen Jugendgottesdienst, glaube ich, war das gemacht, unter dem Motto, was würde Jesus tun? Und wegen genau diesem Tweet von Markus Söder habe ich mich genau das gefragt. Was würde Jesus tun? Wäre Jesus zufrieden mit den christlichen Parteien heute in Deutschland? Ich glaube tatsächlich eher nein. Christliche Parteien beharren in meiner Wahrnehmung zu stark auf Kontinuität, auf Beibehaltung dessen, was schon immer so war. Der christliche Glauben deckt sich in meinen Augen aber eigentlich eher mit einem linken Weltbild. Schwächeren helfen, gegen falsche Autoritäten sein. Kein Scheiß, Jesus war ein ziemlich linker Steinewerfer. Der ist da in den Tempel reinmarschiert und hat ihnen gesagt, hey, was macht ihr hier für eine Scheiße mit eurem Geld? Ihr wollt ja nur Geld machen. Er ist gegen das, was damals schiefgelaufen ist, aufgestanden und hat sich für Veränderungen eingesetzt. Er war eigentlich ein ziemlicher Punk seiner Zeit. Und wir können es doch viel besser heute leben. Ich schaue da zum Beispiel mit positiven Gedanken auf die Haltung der Kirchen in Umwelt- und Flüchtlingsfragen. Die Kirchen machen schon seit Jahren auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam. Wir lehren jetzt zudem, dass wir uns nicht damit begnügen können, hier vor unserer eigenen Haustür zu kehren, sondern auch die weltweiten Auswirkungen im Blick zu halten. Im Umgang mit Geflüchteten zeigen die Kirchen, dass das Gebot der Nächstenliebe eine Selbstverständlichkeit ist oder sein sollte. Ich wünsche mir, dass das auch für die großen Parteien in unserem Land gilt. Parteien, die christlich in ihrem Namen tragen. Die lassen in meinen Augen die christliche Nächstenliebe am ehesten in irgendwelchen Sonntagsreden hochhalten, verschließen sich aber meiner Meinung nach bei der Situation vor der Außengrenze Europas die Augen. Nur an das Alte zu glauben, wie christliche Parteien es, wie die CDU, CSU machen, ich glaube, das hätte Jesus gar nicht mal so gefallen. Das war schon immer so, ist für Jesus kein valides Argument. Und ich finde, es sollte auch für uns heute keines sein. Aber damit jetzt erstmal genug Politisches. Was nehme ich daraus jetzt für mich mit? Vorwiegend erstmal, dass die veganen Ersatzprodukte in den letzten Jahren echt wirklich gut geworden sind und sich lohnen auszuprobieren. Und dann natürlich, dass es sich lohnt, offen zu sein. Offen für etwas Neues, etwas Ungewohntes. Offen zu sein für das, was da kommt. Am Sonntag ist die Bundestagswahl. Und egal, ob Sie mir jetzt zustimmen oder nicht, nutzen Sie bitte Ihre Stimme. Gehen Sie ins Wahllokal und nutzen Sie Ihre Gelegenheit. Ihr Mitspracherecht.